Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Ioun-Tor. Und zwar in der Arena von Falkenheim. Um an das nächste, an das dritte Sternlevel zu kommen, müssen wir uns hochkämpfen. Und zwar an dem Champion vorbei. Wir müssen ein neuer Champion werden und das wird eine harte, lange Aufgabe werden. Dennoch sind wir ganz unten in der zweiten Liga, haben erst einen einzigen Kampf gemeistert, sind hier gerade dabei, neue Freunde zu finden. Und bevor wir jetzt wieder kämpfen, wechsle ich mal kurz zu Gumbrina. Für den Fall, dass wir neue Gegner sehen, die wir noch nicht gesehen haben, wollen wir sie natürlich scannen und das geht fixer mit Gumbrina. So, wir wollen kämpfen. Hallo Bomba, du möchtest also kämpfen? Also gut, dein nächster Gegner ist gegenwärtig auf Rang Nummer 18. Du kämpfst gegen die Panzerkämpfer. Im folgenden Kampf solltest du deinen Partner nicht wechseln. Vertraue dem Partner, für den du dich am Anfang entschieden hast. Etwas beängstigend, oder? Aber ich weiß, du wirst es schaffen. Zeig mir einen guten Kampf. Okay, es ist also beängstigend, dass wir auf Gumbrina vertrauen. Sehr gut. Oh, sieht so aus, als hätten wir die Ehre, gegeneinander zu kämpfen. Oh, jetzt schon? Gegen Marono? So heißt der Typi. Bomba, dein Kampf beginnt, folge mir. Alles klar. Der Marone war mir doch schon sehr sympathisch bisher. Aber dass wir schon so früh gegen ihn kämpfen müssen, ist schon echt doof. Aber, was natürlich auch ganz cool ist, ist, dass wir auf jeden Fall Vollgas geben. Also, wir sollen jetzt gegen die Krawallklempner, beziehungsweise der Krawallklempner Luigi kämpft gegen den Undurchdringlichen, gegen die Panzerkämpfer. Also los, Mario, wir schaffen das. Also los, Bomba. Wir sind zwar in derselben Garderobe, aber erwarte keine Gnade im Kampf. Let's fight! Alles klar, los geht's. So, wir dürfen nicht wechseln. Ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass wir uns für Gumbrina entschieden haben. Dips, dips. Denn so können wir unsere Gegner erstmal scannen. Das ist ein Panzer-Koopa. Die Farbe ist etwas anders als bei normalen Koopas. Maximal KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Er kann nicht mehr als ein normaler Koopa auch. Du kannst ihn besiegen. Du solltest Marono nicht zu sanft anpacken. Ihr bleibt trotzdem Freunde. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher von den dreien ist Marono überhaupt? Alles klar. Ich würde sagen... Tipps. Wir legen den ersten, beziehungsweise den zweiten nochmal. Dann scannen wir den fliegenden Para-Panzer-Koopa wahrscheinlich. Das ist ein Panzer-Para, also ein etwas verfärbter Para-Koopa. KP maximal 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1, genauso. Er kann nicht mehr als jeder normale Para-Koopa. Seine Verteidigung sinkt also auf 0, wenn er auf dem Rücken liegt. Eine Kopfnuss ist übrigens auch ziemlich effektiv, also auf in den Kampf! Gut. Da würde ich sagen, besiegen wir den ersten hier. Dann holen wir, wie eben Gumbrina sagte, Moment. Ach, leider kein. Bingo, mal wieder. Haben wir noch nie geschafft. Alles klar. Ach so, ein Herzchen will der eine Typ hier werfen. Dankeschön dafür. Dann nochmal eine Kopfnuss. Tipps und tschüss. Und den zweiten besiegen wir auch. Und auch für diesen Kampf hier bekommen wir keinen einzigen, also keine vielen Sternpunkte mehr, sagen wir mal so. Einen einzigen nur. Schade. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Das war ja ein Kinderspiel. Ja, ja, der Klubone hat uns den Namen Bomba Luigi gegeben. Ich verstehe es nicht. Warum Luigi? Bitte deine Gage. 4 Münzen. Das waren letztens noch 3 Münzen. Wir steigen auf Rang 18. Ich lasse dich jetzt alleine. Man sieht sich. Okay. Du kämpfst nicht schlecht. Und diesmal hast du uns sogar geschlagen. Aber das nächste Mal werden wir dich besiegen. Ja, ich glaube nicht, lieber Maronus. Ich würde dir zwar einen Sieg gönnen, aber nicht gegen uns. So, wir kämpfen mal direkt weiter. Hey Bomba, du willst kämpfen? Super. Der nächste Gegner ist gegenwärtig auf Nummer 17. Du kämpfst gegen das Pocky-Trio. Im folgenden Kampf solltest du keine Items benutzen.
Ein echter Kämpfer verlässt sich nicht auf Hilfsmittel, okay? Alles klar. Dann also gegen die Pockies. Bamba, dein Kampf beginnt. Folge mir, der sagt auch nichts Neues. Und die Pockies dürften wir auch noch nicht kennen. Die Gegner sind der Krawallklempner Bamba Luigi und die Gestachelten, das Pocky-Trio. Los Mario, wir schaffen's! Wenn du uns nur anfasst, wirst du schon dein blaues Wunder erleben. Let's fight! Alles klar, keine Items sind erlaubt. Aber ein Scanner ist definitiv erlaubt. Das ist ein Pocky. Pockys sind Kaktusmonster mit fiesen Stacheln. HP maximal 4, Angriffskraft 3. Pass auf die Stacheln auf, wenn du springst, tut das bestimmt ziemlich weh. Pockys werfen mit Teilen ihres Körpers oder fallen auf dich drauf. Außerdem rufen sie gerne Verstärkung, lass sie uns schnell besiegen. Die rufen sogar noch Verstärkung, das ist gut. Oder nicht gut. Also wir dürfen keine Items einsetzen. Autsch! Ich glaube, Lombrina hat Schmerzen und die können doch schon ziemlich angreifen. Okay, hat sich schon gelohnt. Alles klar, aber jetzt nochmal ein Erdbeben, dann reicht das. Und tschüss! Und immerhin 3 Sternpunkte, Freunde. Der Gewinner ist mal wieder Bamba Luigi. So geht das. Alles klar, ich überlege jetzt, sollen wir uns nochmal kurz hinlegen oder lassen wir es lieber? Weil, kein Plan, es würden noch, glaube ich, Kämpfe kommen, wo wir uns treffen lassen müssen vom Gegner. Weil wir ansonsten keinen Rang aufsteigen. Der wird noch ganz, ganz kuriose Nummern abziehen, der Klugone. Hey Bamba, da bist du ja wieder. Und, hast du wieder gewonnen? Du siehst topfit aus. Weißt du, du bist mein großes Vorbild. Jetzt schon? Kommst du wohl her? Oh. Du weißt genau, dass ich dir verboten habe, da reinzugehen. Also hör damit auf. Du solltest langsam lernen, Regeln zu befolgen. Und du solltest aufhören, mir ständig nachzulaufen. Das finde ich so widerlich. Wenn du nicht machst, was ich dir sage, fliegst du raus. Kapiert? Das ist der Rumtreiber. Ich habe den Namen von ihm vergessen. Schon wieder Samum? Genau so hieß er. Tut mir leid, dass ich dieses erzitternde Vibe mitgebracht habe, Marono. Mach dir nichts draus, die spielt sich immer so auf, ich mag sie irgendwie nicht. Aber warum rennst du ihr auch dauernd nach? Bist du etwa verknallt? Blödsinn. Aber was auch immer, ich gehe dann mal wieder. Der ist immer auf Achse, der Gute. Hat bestimmt ein paar Geheimnisse parat, die er uns verraten könnte. Wir kämpfen mal direkt weiter. Wir werden noch uns eh früh genug umsehen in der Arena. Hey Bamba, du willst nicht wieder kämpfen? Alles klar, dein nächster Gegner ist auf Rang 16. Du kämpfst gegen die Knochenwerfer. Im folgenden Kampf solltest du keinen Sprung benutzen. Ich möchte einen fairen Kräftevergleich sehen, okay? Zeig mir einen guten Kampf. Da ja ein Sprung kein Kräftevergleich wäre. Nur ein Hammer ist ein Kräftevergleich. Logisch. Nun gut, die Knochenwerfer dürften wir normalerweise kennen, oder? Wenn es normale Knochengänger sind, aber... Ich weiß nicht genau. Wir schauen mal. Ja doch, die kennen wir. Alles klar, die Gegner sind der Krawallklempner Bamba Luigi und die knarzenden Knochen, die Knochenwerfer. Wir lassen uns niemals besiegen. Von dir wird nicht mehr als ein Skelett übrig bleiben, wie bei uns. Let's fight! So, ich vermute mal, dass wir die sehr fix besiegen werden. Die kennen wir nämlich schon. Ein einfaches Erdbeben ist genügend. Dups, 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 dups. Und wir haben keinen Sprung angewendet. Der Gewinner ist Bamba Luigi. Das war ja ein Kinderspiel. Tja, du musstest ja auch gar nichts machen, Gumbrina. Und wir bekommen mal wieder ein paar Münzen. Diesmal sogar 5. Und Rang 16 schon. Man sieht sich.
Schon wieder gewonnen? Mann, du bist wirklich der Hammer. Du bist der vielversprechendste Kämpfer, den ich jemals gesehen habe. Mach weiter so. Vertrau mir, ich habe einen Blick für sowas. Aua! Sei ruhig. Mein Bein. Alles okay. Fass hier an. Aua! Hier lang. Halt aus. Mama! Aus dem Weg! Da scheint einer so stark verletzt zu sein, dass er ins Krankenhaus gebracht wird. Aber schließlich wird hier gekämpft, da passiert sowas halt. Ja, ich vermute auch, dass wir noch so ein oder andere harte Kämpfe erleben werden. Erstmal jedoch ruhen wir uns aus. Vor allen Dingen unsere BP wollen wir mal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Und dann gibt's wieder mal einen Kampf. Hey Bomber, du willst also mal wieder kämpfen? Gut, der nächste Gegner ist auf Rang 15. Du kämpfst gegen Stachio und Partner. Du darfst deinen Gegner innerhalb von 5 Runden, musst du ihn schlagen, okay? Ich bin danach mit meinen Freunden verabredet. Nimm also etwas Rücksicht. Zeig mir einen guten Kampf. Okay. Bamba, dein Kampf beginnt. Folg mir. So. Die kennen wir auch noch nicht. Die Gegner von dem Kampf sind Krawallklempner Luigi und die Bombertruppe Stachi und Partner. Wir lassen uns niemals besiegen. Gegen unsere gefährlichen Angriffe hast du keine Chance. Let's fight! So, von 5 Runden innerhalb davon müssen wir die besiegen. Okay. Wir scannen mal den Lakitu. Das ist ein Lakitu. Lakitus sind Koopas, die auf Wolken reiten. Maximal KP 5, Angriffskraft 2. Sie werfen mit Stachieiern. Wenn sie Stachieier tragen, solltest du nicht auf sie springen. Wir sollten sie rasch loswerden, bevor wir hier von Stachis umzingelt sind. Man weiß schließlich nie, wie viele Stachieier so ein Lakitu dabei hat. Gut, eine Stampfattacke dürfte da genügen, oder? Das dürften 5 Schadenpunkte werden. Okay. Alter, aua! Alles klar, das ist schon gemein. Ein Powerhauer macht er Schaden. Ich weiß gar nicht, wie viel KP der jetzt hat. Wie viel Verteidigungs-KP? Eine Menge. Au! Alles klar. Wir scannen den mal. Das ist ein Stachi. Die Stacheln der Stachis verursachen riesigen Schaden. KP maximal 3, Angriffskraft 3, Verteidigung 3. Solange du sie nicht umdrehst, verpuffen Angriffe so gut wie wirkungslos. Also solltest du sie alle so schnell wie möglich umdrehen. Anstatt zu springen, nimmst du am besten Powerblocks. Wegen der Stacheln. Und schon wieder kein... Ach Mensch, schon wieder nix. Wir schaffen einfach kein Bingo. Dafür jetzt aber hoffentlich ein Erdbeben. So. Aua. Egal, jetzt schaffen wir es. Tschüss und tschüss. Okay, jetzt nochmal ein Erdbeben. Da wollen wir jetzt nicht sparen mit unseren Kräften. Ich hoffe, das ist jetzt ausreichend. Wir dürften das in 5 Runden geschafft haben, in jedem Fall. Gewinner ist Bomber Luigi. So geht das. Alles klar, deine Gage. Wir erhalten 5 Münzen mal wieder. Mario steigt von 15 auf. Ich lasse dich jetzt alleine. So, wir haben schon die Hälfte der zweiten Liga, wenn man so will, geschafft. Nicht wahr, Marono? Der Hotdog-Stand draußen soll ein neues Angebot haben. Angeblich ein Hotdog mit irgendwelchen seltsamen Eiern von einer südlichen Insel. Ich habe gehört, wenn man eins davon isst, gewinnt man. Probier es einfach aus. Okay. Wir werden das probieren, und zwar beim nächsten Mal. Eben kurz nochmal aufheilen. Die Folge hier ist ein bisschen kürzer dieses Mal. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, aber dafür wird die nächste ein bisschen länger werden. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Und ja, bis dahin. Macht es gut.
What?